Hallo Freunde und willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute machen wir mal wieder ein Tarot. Timmy, weißt du noch, was Tarot ist? Ja. Erzähl mal. Tarot kann man als Kartenspiel benutzen. Also es ist ein Kartenspiel, kann man aber auch zum Wahrsagen benutzen. Sehr gut. Ja. Hast du dir gut gemerkt. Und heute erfährst du ein weiteres Geheimnis. Ein Tarot hat eigentlich immer 78 Karten. Das haben wir auch schon letztes Mal Haben wir das gesagt. besprochen? Ich Ich glaube, du glaube. hast nicht zugehört. Okay, das tut mir furchtbar Minuspunkt leid. für dich. Gut. Ja, und wie sind die aufgeteilt, die Karten, wenn du schon so klug bist? Stäbe, große Arkana, kleine Arkana, Münzen, Ass, Schwerter Ja, das geht aber ein bisschen und Kelche. durcheinander. Ja, also kleine Arkana, große Arkana Die kleinen Arkana bestehen aus was? aus Kelchen, Königen, Bu, also aus Kelchen, Schwertern, Münzen und Stöcken. Ja, Stäben. Stäben. Genau. Und die großen Arkane bestehen aus was? Die großen Arkane bestehen aus den Hauptkarten, zum Beispiel Priester, Priesterin. Die großen Arkane sind 22 Karten, die mit Archetypen zu tun haben. Und die Hofkarten sind König, Bube, glaube ich, Schwert, Ritter und Königin. Also anders als in einem normalen Kartenspiel haben wir beim Tarot ja, die Buben, die Ritter, die Königinnen und die Könige. Ne? Beim normalen Kartenspiel hast du keine Ritter normalerweise. Ne? Gut, das als kleine Einführung. Welches Deck machen wir denn heute, Franz? Das Das kann man jetzt nicht sehen, da musst du schon was zu ich sagen. weiß. Wir nehmen heute das, les mal vor. Modern Witch Tarot Deck bei Lisa Sterle. Ja, also das Modern Witch Tarot Deck bei Lisa Tarot. Stirl. Tarot. Genau. Das Modern Witch Tarot Deck, also das Modern Witch Tarot, ist ein sehr interessantes Tarot. Rui und ich haben es letzten Oktober in London kennengelernt. Da waren wir auf einer Tarot-Konferenz und da war jemand, der das verkauft hat und wir fanden das ganz, ganz toll. Und jetzt liegt es nur im Schrank rum. Jetzt liegt es überhaupt nicht nur im Schrank rum. Was erzählst du da? Komisch, dass ich es dort so lange gesehen habe. Ja, es liegt öfter mal auch im Schrank, weil wir ordentlich sind. So, also wir haben das bekommen und es ist die englische Version, die wir hier heute besprechen, aber diesen Herbst kommt auch die deutsche Version auf den Markt. German! Und da bin ich ganz stolz drauf, weil ich habe das Buch mal wieder übersetzt für das Modern Witch Tarot. Ganz genau. So, der Karton schon mal. Wie findet ihr den Karton, Timmy? Ja, also es ist ungefähr so wie der andere. Ich finde nicht, weil der andere, also wir reden jetzt vom Der ist ein Rabentarot, bisschen ne? fester. Der war ja so mit so einem Magnetverschluss und der hier ist ganz anders. Das ist nämlich ein Schubkasten, der sehr stabil ist. Ne? Wenn man ihn aufmacht, sieht das nicht klasse aus, hat man gleich noch Modern Witch als Symbol da WM drauf. Ne? oder MW. Finde ich, dass das sehr, sehr gut aussieht. Und was ist denn jetzt alles genau drin? Also, Vielleicht was am zeigst du mal den wichtigsten für Karton. ein Buch, also für ein Tarot ist dieses Buch hier. Will jemand das vorlesen oder soll ich es tun? Ja, du kannst ja erstmal zeigen, dass das ein sehr stabil gebundenes Buch Aber ist, sehr ne? klein. Sehr Aber was klein. auch ein bisschen nervig ist, die Seiten. Was findest du nervig an den Seiten? Ist, wenn du aufklappst, dass die sich so nach innen bewegen. Okay, ja, die sind nicht so ganz leicht aufzufächern, aber immerhin wesentlich besser gebunden als so manch anderes Begleitheft, das man so in Tarot-Decks findet, ne? Ja, vielleicht mache ich das mal, weil das ist ein englisches Deck. Hier vorne drauf sieht man eine der Tarotkarten. Wie findet ihr die Tarotkarte? Gut, das Gut. ist die, warte, das ist die Alpen, die Apfel, die
Zehn der Schwerter. Zehn der Schwerter. Die Zehn der Luft. Und das Bild gefällt euch? Ein bisschen. Timmy? Wie Iron Man. Also, sieht, also, ja, ist schon ganz cool, aber was soll das denn darstellen? Ich meine, also, die hat jetzt ein Handy in der Hand und wird mit Schwertern gestochen. Das sieht nicht gerade schön aus. Also, schön sieht das schön aus, aber. Na, es ist schön gezeichnet, ne? Aber ja, genau, sie hat ein Handy in der Hand. Die Schwerter stehen ja für Luft und Gedanken und Kommunikation. Die Zehen der Luft. Und genau, das ist die Zehen der Luft. Und diese Karte steht oft dafür, dass wir uns immer mit unseren Gedanken im Kreis drehen, nicht klar denken können. Dann fühlen sich Gedanken auch manchmal so an, als könnten sie einen töten. Mhm. Ne? Das ist und dann mit der Karte gemeint. So. Genau, die Gedanken hören einfach nicht auf zu trudeln, wenn man sich Sorgen macht oder wenn man für eine Prüfung nicht gelernt hat oder sonst etwas. Ne? Dann kann man schon mal die Zehen der Schwerter ziehen. So, also das Heft selbst, ne, ist ganz süß aufgemacht. Hier hat mir der Darren eine Signatur gelassen, beziehungsweise die hat er Roy da gelassen. Darren ist der Publisher, der Herausgeber dieses Decks. Und er ist wirklich sehr süß formatiert, wie ich finde. Könnt ihr das sehen? Allerdings sehr, sehr, sehr klein geschrieben. Ne? Es gibt wie üblich Erklärungen zu dem Deck und dann gibt es auch die eine oder andere Legung ganz am Ende. Falls ihr das euch durchlesen wollt, könnt ihr auch Pause drücken. Mhm. Ich möchte euch noch kurz erzählen, warum diese Karte hier vorne drauf ist. Als die Lisa Stirl angefangen hat, das Deck zu malen, war das ihre erste Karte? War das die erste Karte, die sie gezogen hat. Sie hat blind gezogen aus einem Tarotdeck und dann hat sie die gezogen und dachte, was für eine blöde Karte zum Starten. Ne? Aber dann hat sie sich überlegt, eigentlich ist das eine coole Karte und deswegen ist diese Karte in diesem Deck zweimal drin. Einmal steht unten drauf Zehn der Schwerter, Untergang, was auch immer. Und auf der anderen Karte steht drauf All is well. Alles ist gut. Alles ist gut, ganz genau. Und das ist die Geschichte dieser Karte. Pack doch schon mal die Karten aus und ich erzähle noch ein bisschen was über die Lisa Stirl. Lisa Stirl stammt aus der Transgender-Szene in Amerika. Also ich denke, sie ist Lesbe, ich bin mir da aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist ihr Deck hauptsächlich mit Frauen dargestellt. Das ist eine Neuerung. Normalerweise sind ja eher Männer auf Tarotkarten, also meist mehr als Frauen. Das ist also sehr frauenlastig. Es gibt nur ganz wenige Männer, die dargestellt werden. Und nutzt einen Wade als Vorlage, also ist ein Wade-Klon, aber halt in wirklich moderner Gestalt, genauso wie uns das versprochen wird. So, du hast jetzt hier schon mal die Karten ausgepackt. Wie findest du die Qualität? Keine Spielkarte. Das ist definitiv keine Spielkarte. Aber von hinten sieht man, beides mal anfassen. Beides ist gleich. Genau. Aber sie fühlen sich sehr gut an. Also sie sind ein bisschen klebrig. Sie sind, na, das sind eher deine Hände, glaube ich. Nein, die Karten sind wirklich ein bisschen klebrig. Ja, sie sind so leicht, sie sind glänzend, ne? Und sie sind sehr ziemlich dick von der Qualität her. Ja. Aber sie sind halt wirklich nicht so biegsam. Und ich habe auch schon festgestellt, beim Mischen muss man wirklich aufpassen, weil die auch durchaus hier an der Seite splittern können. Also die englische Variante, da ist die Kartenqualität nicht so gut. Leider. Also muss man immer langsam mischen. Genau, die gehört noch dazu. Und beim Mischen kann man das auch feststellen. Wie gefällt dir denn die Karte so von der Qualität her, Timmy? Ja, also ich bemerke gerade, dass sie ziemlich groß ist und sie sieht von hinten auch sehr schön aus. Ne? Da sind magische Instrumente drauf, ne? Eben das Schwert, der Stab, der Kelch und die das Münze. Das Auge von Akamulen. Das allsehende Auge. Ne? Das, eigentlich das Auge von Dr. Strange. Ja, welches Auge auch immer. Das allsehende Auge ist ein ganz altes, ein ganz altes Symbol, das für das göttliche Prinzip steht. Ne? Und jetzt müssen wir aber noch ein paar Karten zeigen, damit die Leute auch verstehen, was jetzt so modern an dem Modern Witch Tarot ist. Und da ziehen wir einfach lustig drauf. Wollen wir jetzt hier da erstmal eine Karte ziehen? Ja, wir ziehen einfach lustig drauf, Flo. Okay. Jeder stellt. Jetzt du bist. Gut. Warte, welcher? Timmy muss auch noch eine ziehen.
Ui, du hast ja eine tolle gezogen. Ja. 1, 2, 3. Ja, das ist die Mäßigkeit, oder? Nein, das ist die Mäßigkeit. Wir müssen die immer ein bisschen dichter ranhalten. Schaut mal, Jungs. Genau, so. Also, ich habe die 3 der Stäbe gezogen. Die passt super gut zu mir. Ich habe heute fast so ein Kleid an wie die Frau auf der 3 der Stäbe. Ist schon ein bisschen ältere Frau mit grauen Haaren. Und man sieht, die steht da, wie auch auf der 3 der Stäbe normalerweise, schaut übers Meer und ist dabei, aufzubrechen zu neuen Taten. Das ist eine meiner Lieblingskarten. Habe ich gut gemacht. Wie findest du deine Karte, Franz? Biker-Style. Biker-Style. Was meinst du, bedeutet die Karte? Ich halte sie mal für dich. Captain Marvel? Ja, die klaut auch immer Motorräder von anderen Menschen. Okay, aber was könnte das für dich bedeuten, wenn du so eine Karte ziehst? Die 8 der Stäbe ist halt so die Karte der... Ich weiß es nicht mehr. Was siehst du denn auf dem Bild? Was fällt dir dazu ein? Eine Wüste, ganz alles ist da trocken. Mhm. Also die Welt ist dazu dir trocken und gemein. Ja, also da ist jemand, der sehr schnell auf dem Motorrad fährt und wird verfolgt oder über ihm fliegen diese 8 Stäbe, ne? Und die Karte heißt Schnelligkeit. Da geht es immer darum, dass man sehr, sehr schnell ist mit Dingen, ne? Zum Beispiel dann Karten runterschmeißt, weil man so ständig in Bewegung ist. Und du hattest auch mal die Kundin der 8. Stäbe. Ja, das hatte ich auch. Also da geht es darum, dass du sehr schnell bist. Während Timmy, ne, das passt zu Timmy, der langsam hat eine Karte, die heißt Mäßigkeit. Timmy, wie findest du die Karte? Ja, also ich finde die sehr schön und im Hintergrund sieht man auch halt Sonne und Berge und hier sind so Blumen. Ja. Mhm. Genau. Und ja, und die nimmt, also aus einem Glas tut sie Wasser in ein anderes Glas. Mhm. Ja. Genau. Man sieht hier schön aus. Man sieht auch noch die Sonne hier im Hintergrund. Genau. Aber jetzt schaut mal genau auf die Karte, weil immer die Frau die Teufelsflügel. Ja, die hat Teufelsflügel, das stimmt. Aber so wie sie das Wasser gießt, kann Wasser so gegossen werden? Nein. Ist gar nicht möglich, ne? NWT, sag ich nur. Versuch mal, Wasser so zu gießen. Okay, frag Frau. Und schaut mal, wie sie steht. Kann man so stehen? Wie? Warte, ich sehe das nicht. Theoretisch. Kannst du dich so aufs Wasser stellen? Nee, sie steht ja vielleicht auch im Wasser auf einer kleinen Erhöhung. Na gut, sie könnte im Wasser auf einer kleinen Erhöhung stehen, aber tatsächlich wird hier eine Person gezeigt, ein Engel vielleicht sogar, der in einer Welt ist, in der die Schwerkraft aufgehoben ist. Oder deswegen, ein Teufel. Ja, ich glaube, das soll kein Teufel sein. Der Teufel ist die Karte 15, das ist hier die Karte 14. Da lernen wir einen richtigen Engel kennen. Und auf der Karte 15 lernen wir den Teufel kennen. So, und man sieht halt hier sehr schön, dass es wirklich eine moderne Karte ist. Ne? Wir sehen eine schwarze als die Mäßigkeit, das haben wir sonst nicht. Und sie hat einen bunten Pullover an, sie sieht ziemlich lässig aus und ist halt überhaupt nicht irgendwie abgehoben. Und auch viele andere Karten sind wirklich sehr neu interpretiert. Ich zeige hier einfach mal, auch die Ritter sind in diesem Deck Frauen. Ne? Könnten auch Männer sein, aber die sehen schon eher aus wie eine Butch, finde ich. Butch? Eine Butch ist ein Wort für Frauen, die sehr männlich sich geben. Und sehr hübsch finde ich diese Prinzessin der Kelche. Ne? Das ist ein bisschen schwierig zu sehen hier. Ich versuche das mal so. Danke. Die sieht sehr klasse aus. Und hier haben wir zum Beispiel auch den Teufel. Ne? Also den Teufel, ja, so. Den kann man wirklich als Teufel erkennen, warte, oder? Darf ich kurz mal gucken? Natürlich. Ich interessiert mich. Der Teufel ist eine Ziege und keine Frau. Wir haben hier noch zum Beispiel eine sehr schöne 3 der Kelche-Karte, in der 3 Frauen feiern. Und man sieht halt, sie sind sehr, sehr modern. Die finde ich hier auch wunderschön, die 7 der Stäbe. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und diese Karten sind halt sehr modern und sie sprechen ein junges Publikum an. Spricht es euch an, diese Karten an? Ein bisschen. Ist nicht so euer Ding.
Ist vielleicht eher ein Frauendeck, ja, weil da so viele Frauen kann drauf eine sind. Und ja, das ist, ja, kannst du holen, aber das können wir auch später machen. Mit Kindern Tarotbesprechungen zu machen, ist eine Herausforderung, aber ich hoffe, dass euch die Karten gefallen. Was ich euch noch zeigen möchte, ist diese hohe Priesterin. Die sieht auch gut aus, diese Karte. Die sieben Kelche, ja, die ist auch sehr schön. Aber die hohe Priesterin finde ich total klasse, weil die hat nämlich auch einen Laptop auf dem Schoß. Ja. Und zockt die den ganzen Tag? Die zockt den ganzen Tag. Die sitzt in ihrer Akasha-Bibliothek und zockt den ganzen Tag. Und dazu möchte ich noch kurz eine Geschichte erzählen. Ich hatte neulich eine Kundin, die hat mich gefragt, soll ich lieber einen PC kaufen? Oder ein MacBook. Oder ein MacBook. Ne? Mhm. Also ein PC-Laptop oder ein MacBook. Das war auch die Frau der 8 der Stäbe. Das war auch die Frau mit den 8 der Stäben, das weiß ich gar nicht. Doch, das war die. Auf jeden Fall habe ich gerade mein Modern Witch Tarot hier liegen gehabt und habe gesagt, okay, dann ziehe ich mal damit. Und dann habe ich für das MacBook, obwohl ich mir persönlich natürlich immer ein MacBook kaufen würde. Nur weil du Apple bevorzugst. Weil ich Apple sehr mag, ja. Ich finde gerade das nicht. Auf jeden Fall habe ich für Mac den Tod gezogen und dachte schon, naja, ach, da ist der Tod. Naja, yes. Ist ja nicht die allertollste Karte, um sich was zu kaufen, dachte ich. Aber ne? Für PC hast du dann die Tower gezogen. Und für PC habe ich die hohe Priesterin gezogen. Und ich finde, das war eine ganz klare Antwort. Also PC. Sie soll sich einen PC kaufen. Seht ihr das auch so? Ja. Gut. Ich glaube, jetzt haben wir genug über dieses Deck erzählt. Ich kann es rundum empfehlen. Ich freue mich schon sehr darauf, wenn es jetzt im Herbst auf Deutsch herauskommt. Ich hoffe, dass dann die Kartenqualität eine andere ist, weil die hier wirklich ein bisschen schwieriger ist. Aber ansonsten... Kreativität ist toll, tolle Gestaltung, tolles Design der Schachtel. Also von mir von 5 Punkten 4,75. So. 4,75 nur? Ja, 4,75. Ein kleiner Abzug wegen der Kartenqualität. Wieso nicht 4,99? Weil das zu gut wäre dann, wenn ich das so machen würde. Aber du kannst dir eine 4,99 geben, wenn du das möchtest. Ich gebe eine 5,00. 5,00. Und welche Zahl würdest du geben, Timmy? Ja, also da ich mich nicht so richtig auskenne, und würde ich sagen 4, weil die Karten so schön sind. Aber du lässt noch Spielraum nach oben. Das finde ich klug. Ja, ihr Lieben, dann haben wir wieder mal ein Deck rezensiert. Es fehlt noch etwas. Was fehlt denn noch? Das Tageskartenziel. Ach so, ich dachte, wir haben jetzt schon unsere Karten gezogen eben. Ja, das war ja eigentlich nur zum Vorstellen. Okay, dann möchtest du jetzt noch eine Tageskarte ziehen? Dann mach das doch jetzt mal. Kann ich auch? Ja, ihr dürft beide eine Tageskarte ziehen. Und zwar, wie wird morgen die Schule? Huh? Ja, das ist die Frage. Das ist doch eine gute Frage. Jeder zieht eine Karte. Wie wird morgen die Schule? Eine. Und... Timmy zieht auch. Wie wird morgen die Schule? Super, dann dreht mal um. Ui, du hast den Eremiten gezogen? Alleine. Ganz alleine. Naja, aber sehr produktiv auf jeden Fall. Aber sehr alleine. Weil ihr sitzt ja auch da immer alleine in 1,5 Meter Abstand. Ja, schon. Und gerade für dich, lieber Franz, ist das natürlich besonders schwierig, alleine zu sitzen, still zu sitzen. Also für dich ist es wahrscheinlich eine Herausforderung, aber es ist ja der letzte Schultag, der so läuft. Eine große Schwierigkeit. Wisst ihr schon, dass wir wahrscheinlich im nächsten Jahr wieder alle die ganze Zeit in die Schule gehen können? Also ihr? Ja. Ne? Von daher ist es ja nicht mehr lange. Ja. Eremiten sein. Frau hat uns das schon gesagt. Toll, das freut mich super. So, Frau Klassenlehrerin. Und Timmy hat den Ritter der Münzen gezogen. Das ist eine Karte, die sagt, für dich wird das morgen richtig gut. Du lernst ganz viel, kriegst vielleicht sogar eine gute Note in irgendetwas. Alles richtig gemacht. Naja, ihr habt ja verschiedene Fächer. Hoffentlich. Gut. In Musik.
Tageskarten haben wir gezogen, Deck haben wir vorgestellt. Was bleibt noch zu sagen? Die Verabschiedung. Die Verabschiedung. Verabschiedung. Dann würde ich sagen, schön, wenn ihr zuschaut. Es ist, macht uns großen Spaß, diese Videos zu drehen. Was müssen wir noch tun? Wir werden demnächst wieder Decks vorstellen. Jederzeit könnt ihr kommentieren, wenn ihr ein bestimmtes Deck vorgestellt haben möchtet. Wir haben super viele Decks im Angebot, auch alte Decks, die wir euch gerne mal vorstellen. Und noch etwas zu sagen? Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr gerne ein Like da lassen. Wenn wir etwas verbessern sollen, dann lasst es uns in den Kommentaren wissen. Und was soll man natürlich immer tun? Abonnieren und liken und Glocke aktivieren. Richtig. Perfekt. Damit ihr mal keine Videos verpasst. Genau. Okay. Timmy ist der Klügste. Na, das Timmy ist auf jeden Fall auch mit YouTube erfahren, ne? Gut, dann sagen wir jetzt erstmal Adios. Auf Wiedersehen und bis ganz bald. Macht's gut. Ciao. Hasta luego.